auf Bobbycars. Das ist eigentlich keine besondere Sache. Bei der 6. Bolli-Meisterschaft in Bad Boll allerdings schon. Vor allem, weil viele der Kinder hier bereits Erwachsene sind. Von der Startrampe am Schützenhaus geht es steil bergab. Durch die Südkurve, die Hilsenbeck-Schikane und nach rund 30 Sekunden durchs Ziel. Der Bad Boller Mountainbike-Verein Bonefuckers hat die außergewöhnliche Sportart in die Region geholt. Wir haben eine Veranstaltung gesucht, die breite Massen anspricht, die was Neues ist, also die es zu dem Zeitpunkt im Kreisgebiet noch nicht gab. Und dann kamen wir eben auf dieses Bobbycar-Rennen. Wir haben davon im Fernsehen und in den Medien gehört von anderen Veranstaltungen in Bayern und in Hessen und haben gesagt, Mensch, sowas müsste doch auch in Bad Boll möglich sein. Wir sind ganz klein gestartet und im Laufe der Jahre wurde die Veranstaltung immer größer und immer größer. Der Zulauf wurde größer und mittlerweile ist es wirklich eine feste Institution im Boller Veranstaltungskalender. Bei den Bambinis, der Jugend und der Originalklasse läuft alles noch in einem überschaubaren Tempo ab. Doch das ändert sich, sobald die Azubis und die Racing-Klasse mit ihren getunten Bobbycars auf die rund 400 Meter lange Strecke gehen. Bei Spitzengeschwindigkeiten um die 70 km/h steht natürlich die Sicherheit an erster Stelle. Wir haben alle möglichen Maßnahmen getroffen, um die Risiken minimal zu halten. Natürlich kann es vorkommen, dass jemand die Spur verliert oder die Abkürzung nimmt, aber schlimme Unfälle gab es noch nie. Dafür aber immer wieder spektakuläre. Doch dank Ganzkörperschutz ist auch hier nochmal alles gut gegangen und dem Teilnehmer nichts passiert. Bad Bolls Bürgermeister Hans-Rudi Bürle ist vom Mut der Rennteilnehmer beeindruckt. Er selber hat aufgrund mangelnder Fahrpraxis noch nie am Wettkampf teilgenommen. Also ich habe in jungen Jahren leider noch nicht das Glück gehabt, Bobbycar zu fahren. Das gab es damals noch nicht. Und letztes Jahr wurde mal angeregter Bürgermeister, macht auch mit und nimmt an der Holzklasse teil. Aber gesagt, ich mache das gerne, aber nur unter der Bedingung, wenn auch die anwesenden Gemeinderäte einmal runterfahren. Aber leider ist es dazu aus Zeitgründen nicht gekommen. Die sich auf die Strecke trauen, sind vor allem optimale Fahrbedingungen wichtig. Daher waren sowohl die Rennteams als auch Zuschauer und Veranstalter froh, dass das Wetter gehalten hat und die Strecke trocken geblieben ist. Und warum das so war, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ja, wir haben da einen offensichtlichen guten Draht in Bad Boll zum Petrus. Letzte Wochenende war schön beim Jubiläumswochenende in Gwelten. Und heute Vormittag gab es ordentlich Regen, aber jetzt haben wir auch wieder schönes Wetter bestellt. Einfach, wir sind alle artig und deswegen ist es schön Wetter. Und bei dem schönen Wetter und den damit verbundenen guten Rennbedingungen sind am Ende auch alle ohne größere Verletzungen angekommen. Und Spaß hat es auch allen gemacht. Gute Anzeichen dafür, dass die 7. Bolli-Meisterschaften im nächsten Jahr wieder ein bisschen größer und vielleicht auch noch schneller werden.